Ja, guten Tag erstmal zusammen. Mein Name ist Ralf Markus Minter. Ich bin Projektmanager bei der Also Deutschland im Bereich E-Commerce, E-Business und im Schwerpunkt das Thema den Also My Store, die professionelle Meetshop-Lösung der Also. Lassen Sie mich kurz einmal vorstellen, was der Also My Store ist. Also Sie bekommen auf Wunsch eine Meetshop-Lösung über uns bereitgestellt. Sie teilen uns Ihre URL mit, Ihre Wunsch-URL zu Ihrem Shop, den Sie gerne erstellen möchten. Was Sie hier sehen, ist ein Demonstrationsshop, der auf dem System erstellt wurde. Wir haben hier links Produktgruppen, die auch die Also in Ihrem Also-Shop verwendet. Und Sie haben die Möglichkeit, diese auch so zu übernehmen mit den Produktgruppen und Produktuntergruppen. Im mittleren Bereich sehen wir gerade eine Auflistung von Produkten, die aus einer Produktgruppe bestehen. Des Weiteren haben wir jetzt hier eine Darstellung eines Vergleichspools, wo Produkte nebeneinander gelegt werden, wo man sieht, welches Produkt welche Besonderheiten hat im Vergleich zu einem weiteren Produkt. Die Online-Meetshop-Lösung wird von uns bereitgestellt in drei Varianten, in drei Editionen, je nach Größe des Projekts, was Sie vorhaben, wie Sie Ihren Online-Shop aufbauen möchten, bieten wir da verschiedene Mietpreise für Sie an. Was weiterhin ein Highlight ist, ist, dass Sie immer aktuell sind in Bezug auf Produktdaten, in Bezug auf Preise. Diese beziehen Sie über Ihre Produktpreisliste, mit der Sie bei uns gelistet sind als Fachhändler bei der Also. Zudem sind die Also-Fulfillment-Leistungen ebenfalls integriert in dem Also My Store. So können Sie auch direkt Ihre Produkte Ihrem Endkunden beliefern lassen. Der Also My Store hat zudem ein dynamisches Design, das heißt, was wir eben gesehen haben, ist kein festes Korsett, sondern Sie können flexibel Elemente platzieren an Positionen, wo Sie sie haben möchten. Die drei Editionen, die ich eben angesprochen habe, stehen Ihnen zur Verfügung, einmal Smart, Extended und Professional. Jede dieser Editionen wird kombiniert mit den CNET-Content-Daten angeboten. Das heißt, Sie müssen sich nicht mehr darum kümmern, Ihre Produkte, eben die Produktdaten und die Bilder zu den Produkten zu beschaffen. Das alles ist in den drei Varianten jeweils mit integriert. Schauen wir uns kurz einmal die Verwaltungsoberfläche des Shops an. Hier läuft ein kleines Video. So sieht quasi Ihre Administrationsoberfläche aus. Sie haben immer einen Überblick über Controlling-Zahlen. Sie haben diverse Marketing-Instrumente, Topseller, Banner, Aktions- und Geschenkgutscheine können Sie ausstellen. Alles bietet das Shopsystem bereits in jeder Edition. Die gerade schon angesprochenen Controlling-Funktionen, Umsatzentwicklung, Artikelauswertung sowie Erfolgsstatistiken und Kennzahlen. Zudem die Content-Pflege. Sie haben die Möglichkeit, selbst Shop-Inhalte zu erstellen. Sie können selbst eigene Menüpunkte kreieren und sind da flexibel im Aufbau Ihres eigenen Online-Shops. Des Weiteren die Mandantenfähigkeit, Kundengruppen. Sie können Shop-in-Shop-Lösungen realisieren. Sie können für spezielle Großkunden eigene Verkaufskalkulationskataloge erstellen. Das heißt, unterschiedliche Preise für unterschiedliche Kundengruppen. Zudem, was die meisten Shop-Anbieter machen, ist halt eben den Shop bereitstellen und dann steht man da verlassen und weiß nicht, wie richtig den ein. Wir haben eben gesehen, es ist eine benutzerfreundliche Oberfläche, das heißt, man kann vieles selbst einrichten, aber wenn Sie das nicht möchten, stellt die Also Ihnen gerne auch noch Zusatzservices bereit, wie beispielsweise eine Remote-Schulung, in der wir Ihnen kurz in 90 Minuten einmal das ganze System erklären, die wichtigsten Funktionalitäten. Und die Schulung umfasst zum Beispiel das Thema Datenimport, Preiskalkulationen, Kundenverwaltung, Designeinstellungen, Produktpromos und Content. Ein weiterer Zusatzservice,
können die Designanpassungen sein, die Sie entweder selber machen über Parameterwerte und Einstellungen, Farben und Schriften aus dem Backend des Shop-Systems, oder Sie kontaktieren uns und bitten uns halt, Ihr CI zu übernehmen aus Ihrer Homepage, die Sie bereits haben, in den Shop integriert. Das sieht folgendermaßen aus. Wir analysieren einmal kurz Ihr CI, was Sie in Verwendung haben, machen dann ein Corporate Design Abgleich auf den Shop, auch von den Skalierungen her, Struktur und Aufbau wird von uns angepasst, sowie Farben und Schriften und die Einbindung natürlich Ihres Firmenlogos. Des Weiteren, wenn Sie später im Online-Shop-Geschäft tätig sind, ist es natürlich ganz wichtig, dass Sie regelmäßig Artikel highlighten, mit Artikeln werben, um Ihre Kunden immer wieder ein neues Schnäppchen auf Ihrem Shop, auf Ihrer Startseite anzubieten. Und da lassen wir Sie auch nicht alleine. Das heißt, wenn Sie Produkte haben, die Sie gerne highlighten möchten, erstellen wir für Sie auch gerne hier die Grafiken, die Werbebanner, die zu den Produkten führen. Des Weiteren auch bei der Systemverwaltung. Wie kalkuliere ich? Wie kalkuliere ich richtig? Produktgruppen, welche sollte ich einblenden? Wie blende ich sie aus? Welche Untergruppen möchte ich haben? Des Weiteren haben Sie auch die Möglichkeit, Themenwelten zu erstellen. Sie kennen das von Amazon, dass Sie Produkte einfach in gewisse Kategorien packen. Auch dabei sind wir gerne über die Systemverwaltung für Sie. Stehen wir gerne Ihnen hilfreich zur Seite. Des Weiteren haben Sie noch die Möglichkeit, eine Inhouse-Schulung bei uns zu buchen. Dort wird an einem Tag mit zwei Teilnehmern das ganze System einmal komplett erklärt, am besten mit Ihrem Administrator, der später den Shop verwalten soll. Über dieses Package hinaus gibt es auch noch die Möglichkeit, einen Workshop zu initiieren. Das ist wirklich für ganz professionelle Online-Projekte, Online-Shop-Projekte, wo wir zusammen mit dem Systemhersteller, dem Systementwickler an einem Tisch sitzen und dort auch das Design-Team, Entwickler, Technik, alle an einem Tisch vertreten haben. Und dort wird dann halt über einen Fragenkatalog erstmal eruiert, was möchte ich denn überhaupt haben, was sind meine wichtigsten Funktionen und was sind No-Gos, die in dem Shop nicht vorkommen sollen. Das Referenzprojekt, womit wir uns heute beworben haben, ist ganz einfach gehalten. Das ist ein Systemhaus, welches hauptsächlich im B2B-Geschäft tätig ist, somit auch eine Login-Seite vorgeschaltet sein muss. Das ganze Layout ist sehr einfach gehalten. Es ist sehr an dem Standard ausgerichtet, was ausgeliefert wird, natürlich mit den CI-Vorgaben der Freikon AG. Sie haben hier halt quasi ein Login vorgeschaltet, dass nur die Kunden der Freikon AG sich den Shop anschauen können. Da es im B2B-Geschäft, da Sie hauptsächlich im B2B-Geschäft tätig sind oder ausschließlich, waren zwei wichtige Punkte aus den B2B-Funktionalitäten einmal das Rollen- und Rechte-System, was der Also-My-Store bietet. Das heißt, dass ich die Möglichkeit habe, verschiedene Benutzertypen zu erstellen. Das heißt, die Kunden der Freikon AG haben beispielsweise ein Casino, welches einen Einkaufsleiter hat, einen Einkäufer, einen Mitarbeiter. Und die haben unterschiedliche Berechtigungen, können beispielsweise wie hier der Mitarbeiter Preise angezeigt bekommen, Lagerbestände einsehen und Bedarfsanfragen stellen. Das Ganze geht dann hinterüber in den Genehmigungsworkflow, wo halt dementsprechend der Einkäufer an den Abteilungsleiter die Anfrage stellt und eine Bestellung tätigen möchte. Dieser gibt die frei. Das ist ein einfacher Genehmigungsworkflow. Mittlerweile ist es möglich, ihn bis zu einem dreistufigen Genehmigungsworkflow zu etablieren, wenn es gewünscht ist. Bei der Freikon AG schauen wir uns mal den Shop an. Hier hat sich jetzt ein Großkunde angemeldet. Es war der Freikon AG sehr wichtig, dass halt der Kunde einen Wiedererkennungswert hat durch das Logo, eine ganz leichte Einbindung. Des Weiteren, dass ein gewisses Sortiment nur diesem Kunden zur Verfügung gestellt werden kann, mit speziellen Preisen.
So, weitere Funktionen, die für die Freikon AG sehr wichtig waren, waren einmal eine Merkzettelfunktion hier links über den Produktgruppen rot markiert. Das heißt, dass ein Einkäufer sich mehrere Artikel in Merkzettel notieren kann und wenn er dann halt alle Produkte zusammen hat, diese dann erst als Anfrage an seinen Vorgesetzten weitergibt, in den Warenkorb legt und weitergibt. Dann des Weiteren oben rot markiert, das ist unsere Power Search. Das heißt, da haben wir ähnlich, wie wir eben gesehen haben bei Electronic Sales, die Möglichkeit hier nach gewissen Filterfunktionen zu selektieren und so auch gezielter, schneller zu seinem Produkt zu kommen. Eine wirkliche Innovation oder eine wirkliche Verbesserung für die Freikon AG ist natürlich, dass hier die Kunden sich selbst informieren können. Das heißt, es muss nicht jedes Mal der Telefonhörer in die Hand genommen werden, ein Katalog zu Hilfe genommen werden. Nein, sie können sich selbst über den Shop halt quasi Produkte anschauen und auch Vergleiche anstellen. Das ist der Vergleichspool, den haben wir eben einmal in dem Demo-Shop kurz gesehen. Ist hier oben rechts nochmal rot markiert. Das heißt, ich nehme drei vergleichbare Produkte, lege die in den Vergleichspool und sehe, welches Produkt hat die Anforderungen, die mir wichtig sind. Weitere Funktionen, die der Freikon AG bei der Realisierung wichtig waren, waren einmal natürlich der Automatismus des Zubehörs zu den Produkten, dass diese direkt angezeigt werden, sowie ein Preisagent. Das heißt, ich kann dort eintragen, wenn dieses Produkt zum Preis von 60 Euro verfügbar ist, informier mich bitte. Darüber, ganz oben, ist ein Anfragekorb. Da haben Sie die Möglichkeit, sagen wir mal 50 in Stückzahl dieses Artikels anzufragen und die Freikon AG hat die Möglichkeit hier zu sagen, da mache ich Ihnen Preis XY. So, das sind eigentlich auch schon die Folien, die ich zu dem Projekt der Freikon AG zusammengestellt habe. Welche Vorteile bietet der also Meister dem Systemhaus? Einmal natürlich die einfache Bedienung. Sie können selbst quasi Ihren Shop administrieren und verwalten. Sie brauchen keine Entwicklerkenntnisse. Das heißt, Sie müssen keine Programmierkenntnisse vorweisen, sondern Sie können einfach loslegen. Sie erhalten durch die ALSO ebenfalls Support, Service und Schulung. Eine individuelle Gestaltung ist Ihnen möglich, das heißt, Sie müssen es nicht aufbauen, wie der Demo-Shop eben war, sondern Sie können wirklich auch Produktgruppen an anderer Stelle platzieren. Da ist das System sehr flexibel. Dann können Sie eben von der direkten Endkundenbelieferung der ALSO profitieren. Wenn das Casino bestellt, kann Freikon entscheiden, sollen die Artikel zu mir kommen, zur Freikon AG selbst, oder direkt zum Casino geliefert werden. Auf Wunsch natürlich auch mit unserem Service Versand im Namen Dritter, VIND. Da haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Logo, Ihren eigenen Lieferschein von uns entworfen zu bekommen und den dann der Ware zuzufügen. Zudem die umfangreichen Controlling-Tools, dass man immer sieht, wo man steht mit seinem Shop. Ganz wichtig für jeden Geschäftsmann. Und die speziellen Business-to-Business-Funktionalitäten, die das also Meister-System bietet. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn ich Sie auf unserer Homepage einmal begrüßen dürfte. Da ist das ganze Thema nämlich nochmal umfangreich zusammengestellt unter www.also.de/mystore oder auch uns per Mail kontaktieren, mystore@also.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Fragerunde. Wer haftet für die Produktdaten in Ihrem Shopsystem? Sie stellen das Shopsystem als Plattform zur Verfügung und sagten eben inklusive des Contents. Wer haftet für die Produktdaten? Inwiefern Haftung? Wenn ich Ihren Shop nehme unter www.neueronlineshop.de aktiviere,
und es kommt zu einer Bestellung anhand von folgenden Produkteigenschaften. Diese Produkteigenschaften werden von Ihnen zentral dem Shopsystem zugeführt. Und jetzt kommt es zu einer Bestellung. Ja. Und in den Produktdaten sind Fehler. Ja. Wer haftet dafür? Sie meinen, sollte es da einen Konflikt geben? Das heißt, der Kunde sagt, entspricht nicht den Anforderungen. Ja. Also so einen Fall hatten wir erstmal noch nicht. CNET ist der weltweit erfolgreichste Content-Datenlieferant. Und sollte so ein Fall vorkommen, wird es da bestimmt eine Lösung geben. Wie man einen Ersatzartikel liefert oder den Artikel austauscht. Also die Haftung selber, da bin ich nicht der Jurist, der Ihnen jetzt die Frage beantworten kann. Wir haben Verträge dazu und ich denke mal, da wird das deutlich drin erörtert, wie die Haftung da ist. Gewährleisten Sie auch einen rechtssicheren Betrieb? Das heißt, es verändern sich ja permanent Absatzgesetze etc. Jetzt kommen auch ein paar neue wieder. Wie stellen Sie die Rechtssicherheit des Systems sicher? Genau, also Verantwortung trägt immer ausschließlich der Shop-Betreiber. Das steht auch in den Verträgen halt so drin und wir machen auch immer wieder darauf aufmerksam. Wir bieten aber über Schnittstellen zu rechtssicheren Anbietern die Möglichkeit, dass man rechtssichere Texte automatisch eingeschleust bekommt zu allgemeinen Geschäftsbedingungen, Widerrufsrecht oder Ähnlichem. Also somit stehen Sie auch dann für die Haftung mehr oder weniger? Wir nicht. Also wenn der Shopbetreiber sich dazu entschließt, diesen Service zu nutzen, geht er zusätzlich einen Vertrag mit diesem Anbieter an und bekommt von da die Inhalte. Oder man kann natürlich, wenn man selbst einen Juristen zur Hand hat, diesen hinzuziehen und sagen, bitte kreier mir hier die rechtssicheren Texte. Aber das ist natürlich der müßige Weg, weil man auch ständig immer up-to-date sein muss. Übertragen Sie mir auch die Bildrechte, weil das ist auch ein heikles Thema. Also alles, was sich mit den CNET-Content-Daten, was damit im Zusammenhang steht, beläuft sich nur auf diese Plattform. Das heißt, wenn Sie den MyStore anmieten, haben Sie die Content-Daten. Also übernehmen den 1:1. Ja, und genau. Dann haben Sie die Rechte für die Verwendung der Content-Daten und der Bilder für dieses Portal. Das heißt, wenn ein Hersteller konkret auf mich zukommt, ich bin kein autorisierter Fachhändler dieser Marke, ist das Bildrecht, bin ich damit safe? So laut dem weltweit größten Content-Datenlieferant CNET, ja. Ich schließe einen Vertrag mit Ihnen, deswegen die Frage an Sie. Ja, aber der ist inkludiert, dieser Vertrag. Sie können den auch canceln und können sagen, ich suche mit anderen Content-Daten-Lieferant oder stelle selber die Content-Daten ein. Also ich kann Ihr System auch nackt mehr oder weniger bekommen? Können Sie auch. Wir haben das nur so geschnürt, diese Editionen, weil wir kein Freund davon sind, dass man das noch aufbuchen muss und jenes noch aufbuchen muss. Deswegen haben wir solche Preis-Bundles geschnürt und es den Interessenten so einfach gemacht, dass sie diese ganzen Wege nicht mehr haben, diese ganzen. Also dann nochmal für mich Verständnisfrage, die Bildrechte sind dann inkludiert, wenn ich Ihr komplettes, die Plattform, genau. Technik, zu Content, den Produkten, Bildrechte sind richtig. Inkludiert. Genau. Okay. Ich hoffe, Ihre Anmeldung kommt bald bei uns ein. Geht bald bei uns an. Dankeschön.